Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief the Dark Project. Ich habe beim letzten Mal hier zwei Magierfritzen ausgeschaltet und höre aber die ganze Zeit hier noch einen rumlaufen. Deshalb muss ich mal schauen, dass ich den hier irgendwie auch noch ausgeschaltet bekomme. Ich sehe ihn aber leider auch gerade gar nicht. Das ist mein großes Problem. Ich werde hier aber auf jeden Fall einmal kurz speichern. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört, das ist keine Frage. Es kann aber auch sein, dass das immer noch die Sounds von diesen Magiern hier sind. Bin mir sogar fast sicher, dass das immer noch die Sounds von diesen Magiern waren. Aber hier hinten kann keiner sein, hier ist nichts. Okay. Was auch immer das hier für eine seltsame Apparatur ist, ich habe keine Ahnung. Ach so, hier oben. Hier laufen natürlich auch noch welche rum. Oh, upsie. Okay, da oben werde ich auf jeden Fall erstmal die Fackel ausschießen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, okay, sehr gut. Das heißt, ich kann hier einmal rund und kann mich hier in der Ecke verstecken und speichern und sehr schön. So. Ups. Das kann funktionieren. Das kann funktionieren, meine Freunde. Wenn ich gut ziele. Das hat geklappt. Ich bin begeistert. Was haben wir hier hinten? Sieht nach einem Abgang aus. Gibt's hier was zu holen? Nee, anscheinend nicht. Ist einfach nur ein verschütteter Ausgang, an dem man nicht weiterkommt. Warst du der Einzige, der hier rumgelungert ist, mein Freund? Oder muss ich noch andere fürchten? Theoretisch kann ich dich auch einfach hier liegen lassen. Tatsache. Diese Kackbrücke ist jetzt natürlich nicht ausgefahren und ich wette, ich schaffe es nicht, darüber zu kommen. Ich kann es gerne mal versuchen, einfach zu eurer allgemeinen Belustigung und damit Killing Konstantin sich ein bisschen darüber freuen kann, wie ich abluse. Wie macht er das immer mit Springen, ne? Hops. Hops. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wow. Da liegt noch was. Da liegt was. Ich will das haben, aber nein, ich bin erstmal froh, dass ich hier drüben bin. Holy shit, ich hab's geschafft. Ich bin begeistert. Hätte ich ja nie im Leben erwartet, dass das klappt. Mann, Mann, Mann. Oh. Schön vorsichtig. Was ist das hier? Ich will da hin. Hallo. Gold? Diamanten? Irgendwas? Bestimmt. Oh. Schau mal einer an. Hallo. Jemand zu Hause? So viel zur verlassenen Stadt, ne? Oder verlorenen Stadt, irgendwie so. So ganz so verloren wirkt die mir ja hier nicht. Hier ist wieder Feuer. Feuer heißt hell und hell ist nicht gut. Hell heißt, wir können entdeckt werden. Von irgendwem, der hier oben flumpelt. Oh. Gold, 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 Gold. Juhu. Wunderschön. Oh, noch mehr. Ganz viel. Wundervoll. 1065. Yay, damit kann man noch was anfangen. Okay. Zurück, Marsch, Marsch. Hier war noch irgendwo ein Gang. Hier ist noch ein Gang. Das ist wieder derselbe. Okay. Ich will eigentlich hier runter, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Ach, das ist der Gang. Okay. Das ist gut. Gut, dass ich den Magier da unten liegen lassen habe. Das ist so ein bisschen Orientierung jetzt gewesen.
Waren das hier nicht die Fenster? Sind das hier nicht die Fenster, die ich von der Brücke aus gesehen habe? Nein, offensichtlich sind sie das nicht. Aber hier scheine ich auch nicht weiterzukommen. Dementsprechend war das nur so ein Gang, den ich gehen konnte, um ein bisschen Gold zu sammeln. Ach, was ist das denn? Kann ich das nutzen? Für irgendwas? Ist das wichtig? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich das für irgendwas brauche. Gehe ich jetzt einfach mal wieder hier runter. Ups. Oh no! Wartet. Ich kann hier doch bestimmt mit... Geh mal weg. Ich kann hier doch bestimmt mit Seilpfeilen hoch, richtig? Schön, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Ich habe nämlich keinen Bock, da nochmal dieser scheiß Brücke entlang zu kraxeln. Ich weiß, dass ich das mit Sicherheit nicht schaffen werde. Wo geht's hier nochmal zurück? Hier, glaube ich, ne? Wie bin ich denn hier hingekommen, verdammt? Ich muss doch irgendwo einen Ausweg geben. Hallo? Bin ich jetzt blöd? Ah, hier oben. Ach, scheiße. Na, super. Also ich muss den Sprung wohl nochmal wagen. Okay. Also auf ein neues. Tatsache. Nee, das ist ja voll easy. Mann, Mann, Mann. Warum hat mich das immer so viel Mühe gekostet vorher? Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. War ich hier nicht schon? Okay, gehen wir mal weiter hier. Oh. Oh, schreck. Lass nach. Hilfe. Speichern. Ganz dringend speichern. Lass mich hier hoch. Hallo? Ich will hier hoch. Aha. Nein. Komm schon. Lass mich hier hoch. Ah, Bingo. Sehr schön, danke. Okay. Irgendwas zum Mitnehmen? Gold? Irgendwas? Komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Ich traue mich aber nicht, jetzt einfach runterzuspringen. Okay, das Spiel hat mir die Entscheidung abgenommen. Alles gut. Alles schön. Ich hab's überlebt. Gerade so. Ach, super. Hier hätte ich auch einfach runtergekonnt. Ja, wusste ich. Wusste ich, das war alles geplant. Okay. Er sieht ein bisschen tot aus. Dem geht's nicht gut, dem Jungen. Lass mich hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Gibt's aber nicht. Ja gut, dann halt nicht. Aber... hier sind Wasserfälle. Sehr schön. Da ist noch eine. Eine Flasche. Eine Bettrolle. Schüsseln. Seilpfeile. Sehr schön. Ups. Nein, dich brauche ich nicht. Weg, weg. Und was auch immer das ist, ein Medaillon. Brauche ich das? Ich weiß es gar nicht. We had just come upon a tall and sturdy tower and it was agreed upon that we should deposit the talisman there. The staircase to the top floor had collapsed some time ago, which made ascension difficult
Eric had pointed out the ledge circled the tower, suggesting that one of us placed the talisman out there. I love that this common. Also, alles klar. Also hier steht quasi drin, dass der Talisman im Turm platziert wurde, dass aber die Treppen nicht funktionieren und man deshalb einen anderen Weg hochfinden musste. Dieser andere Weg führt außen herum über ja, so ein Sims quasi, so ein Fenstersims. Ja, super. Den man dann quasi entlang klettern muss und dann dadurch in den Turm kommt. Und dann meinten die noch irgendwas von wegen, dass diese Feuerbälle aufgehört haben, sie zu attackieren, nachdem sie den Talisman da quasi abgeliefert haben, abgelegt haben. Und ja, das ist dann für mich quasi der Wink mit dem Zaunfall gewesen, dass ich nicht einfach so die Treppe benutzen kann bei dem Turm, sondern dass ich da einen anderen Weg finden muss. Und hier würde ich gerne noch einmal speichern, weil ich bin schon relativ weit gekommen hier. Und ich brauche die Wasserpfeile, weil hier kommen gleich wieder Feuerbälle. Ich bin dem Turm nämlich schon ziemlich nahe. Soweit ich weiß, wird es hier gleich... werde ich die Mission mit Sicherheit jetzt gleich beenden. Es ist aber noch Zeit. Also was heißt gleich? Es dauert natürlich noch ein bisschen. So ist es nicht. Statue. Gehen wir mal hier rein. Hallo, hallo. Ist hier jemand? Ist hier etwas? Komme ich hier hoch? Ja, komme ich sogar. Da vorne sind, da oben sind nämlich Holzbalken, an denen ich meine Seilpfeile deponieren kann. Yay! Was haben wir denn hier oben? Creepy. Creepy? Ja, das kannst du wohl laut sagen. Ich würde gerne hier hoch, ohne aber darunter zu fallen. Danke sehr, weil hier oben ist ein Diamant. 1115. Very cool, very cool. Okay, jetzt könnte ich theoretisch da hoch und dann auf die andere Seite. Praktisch könnte das auch funktionieren, aber erst werde ich speichern. Hui! Sehr schön. So. Das ist noch ziemlich... Huch! Komm schon. Gefährliche Stelle hier. Bei der ich mit Sicherheit auch runterfallen könnte. So, hier geht's jetzt weiter. Ich mag dieses blubbernde Geräusch von dem Lava irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das cool. Ich bin mir fast sicher, dass hier irgendwo Feuer... Da haben wir sie nämlich schon. Jawohl. Ich weiß aber nicht, ob das... War nicht der Einzige. Da hinten ist nämlich noch einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der in die andere Richtung kommt. Aus der anderen Richtung kommt. Oh! Hi! Digga. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen, richtig? Doch, ich habe ihn getroffen. Puh, jetzt brauche ich aber mal einen Heiltrank, du. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, weil ich mich verstecken musste, aber... Ich glaube, das sah gut aus. Ich glaube, mehr als zwei gibt es hier auch nicht. Also ich hoffe stark, dass es hier nicht mehr als zwei gibt. Aber wenn, habe ich schon ein Problem. So, das hier ist jetzt der Turm, in dem der Feuertalisman ist. Aber soweit ich weiß, muss ich den Part auch, beziehungsweise die Mission, da ist doch noch einer. Das war ein Schuss in den Ofen. Sehr schön. Okay, aber ich habe die Hoffnung, dass der mir jetzt nicht hinterherkommt. Falls doch, habe ich ein Problem. Will er oder will er nicht?
Offensichtlich will er nicht. Sehr schön. Also, hier, die Treppe funktioniert noch. Aber, wie ihr vielleicht gleich sehen werdet dann... es wäre eine Leash. Ist ab einem bestimmten Stockwerk die Treppe nicht mehr ganz... nicht mehr ganz zu. Ist zerstört. Was haben wir hier noch? Fire rains upon us from the sky at the temple of Mlautep. Four hollowed gellings were offered to appease the criminous earth. The sanguine overture has done nothing to pacify her. Was auch immer das bedeutet. So, ihr seht ab hier, hört die Treppe auf, hier komme ich nicht mehr weiter und dementsprechend muss ich hier außen. Yay! Eigentlich an dem Fenster Sims entlang. Mein Quicksave-Slot war jetzt etwas weiter weg, glaube ich. Nee, war nicht so weit weg. Ich muss einfach nur rein. Gleich, sobald ich den Feuerball da hinten dann ausgeschaltet habe. Hier ist da noch einer, oder? Ach, das sind beide noch. Scheiße. Ah, der andere kommt ja auch in die, kommt ja auch die andere Richtung entlang, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also im besten Fall sollte man dann natürlich nicht runterspringen. Aber ich war jetzt etwas zu voreilig. Habe ich den getroffen? Ich habe ihn getroffen. Irgendwo da vorne war noch eine. Oder stehen die immer wieder neu aus der Lava? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, hier war noch eine. Da ist nämlich noch keiner da. War der da? Jupp. Aber jetzt habe ich wenigstens alle ausgeschaltet und muss mir keine Sorgen mehr machen, dass mir hier irgendwas passieren könnte. So, also auf ein neues. Einmal nochmal hier hoch. Aber ich glaube, ich muss die Folge auch langsam beenden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich dann... also wenn ich auf Anhieb rausfinde, diese Mission auch beenden. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!